Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Wir spielen heute Layers of Fear Inheritance, dem DLC zu Layers of Fear. Wer das How-To nicht gesehen hat, den würde ich empfehlen, erstmal das anzuschauen. Wir auf dem Kanal haben die VR-Version gespielt, den Link zur Playlist findet ihr jetzt in der Infobox. Ja, Inheritance, ein DLC erschien kurz nach Veröffentlichung des Hauptspiels, auch 2016. Und wir schlüpfen dabei in die Rolle der Tochter. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie die Ereignisse rund um ihre Familie erlebt hat und was das DLC jetzt für uns zu bieten hat. Und damit würde ich auch einfach ein neues Spiel starten. Die Kamera mache ich weg. Und der Soundtrack, der ist ja wirklich grandios gemacht. Und dann würde ich sagen, wir starten ein neues Spiel. Los geht's. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Und herzlich willkommen zurück in der Villa oder in dem Herrenhaus. F zum Einschalten der Taschenlampe. Hier ist es ja relativ lange her. In dem ersten Teil, was wir gespielt haben, beziehungsweise in dem Hauptspiel, war sie ja noch ein kleines Mädchen. Das ist. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Das ist ein bisschen anders wie in VR. Aber das bekommen wir hin. Und hier sind ja schon ein paar Jahre, glaube ich, vergangen. Sie ist ja erwachsen. Zumindest stand die hörte sich die Stimme sehr erwachsen an. Und das sieht natürlich auch alles ein bisschen verlassen aus. Zugebrettert. Und jetzt würde mich ja interessieren, das wäre das Atelier unseres Vaters. When was the last time this place saw sunlight? Ja, ich glaube, es ist schon lange her. Viele Stunden haben wir zugebracht und versucht, das Meisterwerk zu vollenden. Oh, es sollte noch nicht gleich losgehen. Ich wollte mir erstmal umgucken. Nein. Nein, ich gehe zurück. Okay, kann ich nicht. Nun gut, dann müssen wir da durch. Pinsel oder Stift. Als Kind haben wir Stifte verwendet. What are you doing? Put that down. You're much too old for that childish nonsense. Nein. Dafür ist man niemals zu alt. Also mit Buntstiften. Ich mach mal wieder mit Buntstiften zu malen. Ich meine. Und das ist auch noch das Pferd aus, was er dann noch korrigiert hat. Ja, wir hätten den mit dem Pinsel nehmen können und. Vielleicht sollte ich das auch dazu sagen. Wir können auch hier, wie im Hauptspiel, drei verschiedene Enden erreichen und. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, welche Wege wir gehen und vielleicht auch welche Objekte wir aufheben, entscheidet sich, welches Ende wir bekommen. Und vielleicht war das schon die erste Entscheidung, die uns zu einem gewissen Ende hinführt. Ich weiß es nicht, ich habe mich nicht gespoilert. Ich habe mich auch bei den Enden nicht gespoilert. Ich lasse mich hier vollkommen überraschen.
Ich dachte mir einfach nur, wir müssen nicht, wir wollen nicht wie unser Vater werden, also. The little girl in red was walking through the woods, when suddenly, out of nowhere, jumped out you know who. Eyes glowing bloody red, teeth sharp as razors. And yet the big bad wolf did not seem to faze her. Be careful, little girl, the big bad wolf sneered. You're in fantasy land, where things ain't what they seem. Oh, shush, you big old meanie, the frightened girl exclaimed. You're the only threat in this wonderful land. With my magic crayons, I can do no harm. I can make the trees yellow, turn them upside down, turn grass into candy, make the sky go red. I can do whatever pops into my head. The wolf was unimpressed with his show of skill. You do have the power to do what you will. Alas, I humbly urge you to practice restraint, for you are responsible for what you create. You're nasty, jealous, and mean, said the little girl. I just want to have fun, and you want me to learn. I wish a big old rock would fall down from the sky and crush your big bad mouth into a mincemeat pie. Don't do it, I beg you, the big wolf cried. You lack scale and perspective, my sweet little child. But it was too late. His warning fell on deaf ears. Down came the rock and smashed them all to smithereens. Ich hätte ja jetzt fast gedacht, der Wolf ist eine Anspielung, obwohl, fast gedacht, ich glaube, das ist schon so, dass dieser Wolf eine gewisse Anspielung auch an unseren Vater ist. In gewisser Weise wollte er uns ja das Malen beibringen und wir wollten aber als Kind einfach nur spielen, fröhlich sein und das machen, worauf wir Lust hatten. Und er, naja, aber er wurde sich selbst beschäftigt und mit seiner Kunst und... Are you ready to embrace true art? Naja. Ich würde noch nicht malen. Ich will das. Ich gehe erstmal hier lang. Den Pinsel haben wir ja mitgenommen. Sie fürchtet sich ja. Da hat sich auch als Kind, Danger, schon, let me out, lass mich raus, schon darüber gefürchtet, so zu werden wie ihr Vater. Und ihre Mutter hat ja auch darüber gelitten. Können wir uns hier decken? Creativity is not a toy, it's a gift. Do you want to squander it like all those careless brats out there? Tatsächlich ja, wir wollen halt nicht so werden wie du. Und ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Wir müssen unserem Vater nicht nacheifern. Wow. Denn wir haben unsere eigene Persönlichkeit. I warned you time and time again. I won't let you waste time in these mindless doodles. This is for your own good. Okay. Dann gehen wir mal diesen kleinen Vögelspürchen nach. Finden doch bestimmt einen weiteren Stift. Oder... Oh. Your dad took it. Ah. Hallo, ich guck mir gerade was an. Also, wie unhöflich. Warte, haben wir die Zeichnung jetzt mitgenommen? Was? Es ist eine Sneaky. So, ich weiß jetzt gar nicht, ist das der Weg? Der war doch grün, oder? Ja, da.
Ich glaube, wir brauchen aber noch einen Stift, um das Labyrinth auszufüllen. Weiß halt auch nicht. Können wir das mit. Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir erstmal einen Stift. Danke. Nein, wir nehmen keinen Pinsel. Weiß gar nicht. Doch, wir laufen ein bisschen schneller. Das mache ich mal. Das war das Theater. Da war die Zeichnung. Aber ich finde auch keinen Stift mehr. Ah. Kann ich hier rein? Nein. Picknick. Weil da können wir auch nicht raus. Jetzt will ich aber... Huch. Achso, das ist... Okay. Jetzt will ich aber doch noch diesen einen Stift finden. Ich glaube nicht, dass wir es mit dem Pinsel machen können. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Okay. Dann lasst uns einmal den Pinsel mitnehmen. Finally, are you ready to embrace true art? Nein. Und vielleicht. Können wir. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo war das? Das war der grüne Pfad. Dann gehen wir den grünen Pfad nochmal. Dass ich hier auch einen übersehe. Das gibt nur diese, ne? Das Theater. Dann die Zeichnung. Das Baumhaus. Und hier gibt's keinen. Denn ich weiß halt auch nicht, ob wir hier jetzt wirklich irgendwas machen müssen. Vielleicht gibt es ja auch gar keinen. Ich glaube, hier gibt es auch gar keinen Weg raus. Nee. Also müssen wir wahrscheinlich. Ist ein kurzer Weg, so kommen wir gleich wieder dorthin. Nun gut. Dann vielleicht habe ich einen Stift übersehen. Vielleicht auch nicht. Jetzt zeige ich dann mal mit dem Pinsel. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Where they are wiser, have some stories to tell. Okay, jetzt ist auch die Umgebung erwachsener geworden. Lieber kleiner Hundi. Farbe. Merken wir uns einmal, wo die liegt. Ich würde mich trotzdem erstmal noch weiter umschauen.
Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich die Folgen schneiden werde, wie viele es am Ende werden. Also bitte nicht wundern, wenn es einen abrupten Cut am Ende gibt. Aber ich versuche schon. Ich versuche schon, wenn möglich, an bestimmten Stellen, einfach an offensichtlichen Stellen zu schneiden. Kann mich aber auch nicht ducken. Okay. Da drüben liegt noch mehr Farbe. Na gut, wir nehmen die mal mit. Grün. Hier haben wir Blau. Ah, die kann ich tauschen. Vielleicht müssen wir auch alle Farben finden. Und hier hinten liegt Rot. Okay. Dann haben wir jetzt Blau dabei. Ich glaube, wir müssen alle drei Farben finden. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser. Just like you. Immer unzufrieden. Okay, die kommen irgendwie wieder. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser. Just like you. Okay, dann nehmen wir die rote Farbe. Nicht, dass es jetzt ein Rätsel ist und wir die Farbe in einer bestimmten Reihenfolge überhaupt setzen müssen. Bisschen Gänsehaut. Dann probieren wir es einmal mit der roten Farbe. Na. Ah, yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Wir nehmen natürlich einen Stift. Also wenn wir immer die Möglichkeit haben, einen Stift zu wählen, dann wählen wir auch den Stift. Auch wenn wir am Ende die Farbe wahrscheinlich wieder benutzen müssen, um weiterzukommen. Ich glaube, wir fragen auf jeden Fall an die schwarze Farbe. Er meinte ja, wenn es dunkel ist. Merken wir jetzt mal, wo die schwarze Farbe liegt. Und ja, ich schaue mich immer erstmal um, bevor ich hier losstürme und weitermache. Mir ist das immer lieber, erstmal ein bisschen zu schauen, bevor man nicht irgendwas liegen lässt. Nein. I warned you time and time again. I won't let you waste time in these mindless doodles. Oh. This is for your own good. Oh. Okay, das ist trotzdem sehr interessant. Dann kommen wir immer wieder zurück. Nun gut. Finally. Are you ready to embrace true? Jetzt die Frage, ob wir das... Yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Er striezt uns also so lang, bis es ihm gefällt. Ich habe den Eindruck, wir dürfen halt nicht wir selbst sein. Wir müssen nach seinem Bilde alles malen und arrangieren. Für ihn zählt Perfektion. Und solange wir nicht perfekt sind. No, any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. Ja, aber passt dann nicht schwarz genau dazu? Gut, dann probieren wir gelb. Oder es gibt noch irgendwo eine Farbe, die ich noch nicht gefunden habe. Which part of dark skies did you not understand? Gut. Ich fand ja dark
in Schwarz schon sehr passend. Aber gut. Ich habe auch nicht gesehen, dass es hier weitergeht. Danke, nein, danke. Das sind ihre alten Kinderspielsachen. Da ist das dunkelste Schwarz. Aber ich komme nicht ran. Okay. Wir brauchen wohl noch etwas. Ein Brett oder sowas. Na, das ist aber passend hier. Auch nicht mehr zurück. Also ich komme auch nicht von der anderen Seite ran. Springen funktioniert auch nicht. Und ich übersehe bestimmt irgendeinen bestimmten Trick. Es soll doch auf jeden Fall unerreichbar sein. Das Spiel ist an manchen Stellen schon. Aber sie durchlebte ihre Kindheit. Sie will es ja verarbeiten. Sie will sich endlich aus diesem Griff ihrer Vergangenheit lösen. Und man kann es ihr ja nicht verübeln. Das Bild mal weitermalen, vervollständigen vielleicht? Ja, ich glaube noch nicht vervollständigen. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Hellen wir das Ganze einmal auf. Und seid mir nicht böse, ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, vielleicht zum Schluss. Aber wir behalten uns immer ein bisschen uns selbst bei. Süß. Deshalb würde ich immer dann, wenn es möglich ist, ja. I won't let you waste time in these mindless doodles. This is for your own good.
Immer dann, wenn es möglich ist, werden wir hierher zurückkehren. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendeine Bedeutung hat. Aber gerade die Zeichnung, die auch da stand, hier das Schwert, was sie aus dem Stein gezogen hat. Ah, los! Zieh! Oh Gott, wie weit denn noch? Wo die Schlange kommt. Los! Irgendwie... Juhu! Können wir jetzt eigentlich die Schlange erschlagen? Wir haben ja jetzt unser Schwert. Ich meine, wir haben es nicht ausgerüstet, nicht im Inventar. Jetzt, genau jetzt, wo man die Schlange mal braucht, kommt sie nicht. Doch da. Wir haben sie erschlagen und ein bisschen auch aus den Fängen befreit, hoffe ich. Man sollte sich nie für andere aufgeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch wenn er geglaubt hat, wahrscheinlich das Beste für uns zu wollen, jemanden zu zwingen, nach seinem Bilde zu agieren, nur weil er Künstler war, sie auch Künstlerin werden soll. Das funktioniert nicht. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Okay, das Gelb liegt nicht mehr da. Das ist grün. Jetzt gibt es mehrere. Das ist pink. Meistens ist es ja die Farbe, die am weitesten weg liegt. Also wahrscheinlich die dort. Gelb. Aber ich kann auch nicht durch die Wand greifen. Nun gut. Lieber Hund, ganz ruhig, ich tu dir nichts. Ich schaue mich hier einfach mal kurz um. Und ja, ich laufe schon schnell. Huch, huch. Okay. Da kommen wir jetzt nicht mehr... Hier kommen wir durch. Aber den Weg kommen wir nicht mehr zurück. Dann müssen wir über einen anderen Weg reinfinden. Nein, hier dürfen wir auch nicht. Da auch nicht. Jetzt haben wir doch schon alle. Jetzt wollen wir mal anfangen. Spiel, verarsch mich nicht. Danke. Da ist die Leinwand. Wo ist die Tür? Hier.
Oh ja, das Bild kennen wir noch. So, wir hellen das Bild einmal auf. That's right. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally. Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. Das sagt der Richtige. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Ja, ist auch schon ein bisschen das, was wir vermutet haben. Er hat es gut für sie gemeint, aber seine Art war halt alles andere als kindergerecht. Und seine Bilder auch immer düsterer. Und so hat sie halt auch gesehen. Und das ist immer noch der Schrank. Rote Farbe. Seferino. Und die Schränke. Womit er versucht hat, sein Meisterwerk zu vollenden. Und da wir die anderen Folgen auch immer hier beendet haben und angefangen, würde ich auch an dieser Stelle einmal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin wirklich gespannt, was das Spiel noch zu bieten hat. Und hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge mit dabei. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ciao.